So, liebe Leute, weiter geht's mit GTA Vice City. In der letzten Folge haben wir Mercedes abgeliefert am PlayStation Club von der Yacht des Colonels. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Mission, die da mit dem L ist. Warte mal, ich muss mal gerade noch gucken, wegen der Zeit. Entschuldigung. Die Karre, die schwimmt aber extrem. So. Moment, ich muss mal noch ganz kurz meinen Wecker so hinstellen, wie ich das gerne hätte. So. Oh ja, 99 Luftballons von Leda, das einzige deutsche Lied in einem GTA-Teil. Klar, ist dieser Amerikaner natürlich übelst beliebt. Aber ich, nochmal, ich feiere dieses Game einfach extrem und ich höre den Soundtrack auch immer sehr, sehr gerne im Auto. Also, ich bin... Ja, ja, ich habe tatsächlich den Soundtrack habe ich da tatsächlich und in meinem Privatauto höre ich den immer sehr, sehr gerne. So, also wir haben unsere ersten $100 verdient und wir machen heute weiter mit der zweiten Mission. Nämlich die dunklen Gassen. Ah, well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this Limey, some music industry slimeball. He's by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. So, wir sollen zum Malibu Club. Ich finde es ja geil, dass es in HD gemacht ist, aber halt, wie gesagt, es ist ein Charme, der 80er weg ist. Ja, und viele haben es tatsächlich, ich habe das selber bei einem anderen bekannten YouTuber geguckt. Ups, Entschuldigung. Der hat gesagt, er wollte das Spiel eigentlich mal überlegen, ob er das in dieser HD-Version spielt, wie ich jetzt. Alter! Flammer fahren! Alle fahren scheiße, du ich nicht. Nein, er wollte, hat er gesagt, er möchte das gerne in dem. Wollte das eigentlich auch im HD-Spiel mal überlegen, aber dann am Ende zu sagen, nee, ich spiele doch lieber in dem. Oder was? Der will immer sein. Also wie gesagt, natürlich das Original ist natürlich das Beste, ist natürlich unerreicht und er hat gesagt, wollte sich um HD Texture Pack spielen, genauso war es und halt den Charme des alten des Teils des Originals da lassen. Aber wie gesagt, ich spiele es jetzt in der HD Version und ich freue mich drauf, dass er mit dabei sein. Gefunden. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Wait. I'm Ken Paul. I'm a friend of Rosenberg. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drug fight? It's a mud game. What do you know about it? Oi, well, what was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals out kitchen and hotel on Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. That's okay. Why you walk away, you mug. I need you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Natürlich. Jetzt siehst du natürlich die. Naja. Gut, okay. Ach, so schön. Wie gesagt, ich liebe dieses Spiel und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Was fahrt ihr eigentlich hier zusammen? So, wir sind zum Motion Drive. Da sind wir natürlich klar. Schon wieder Washington Beach. Und sollen irgendwie einen Küchenchef suchen. Spontan würde ich sagen, der da. Darf ich den töten? Nee.
Das lässt uns gar nicht zu. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Nimm dein Handy. Das ging schnell. Der hat ja gar nichts drin gehabt. Du hast jetzt dein Handy und kannst anrufen gegen den. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Wer bist hey, du? Chill. I want what you want, brother. Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Yeah, take this. Follow me. Uh-oh. This way. Entschuldigung, ich muss mal. About this town, you gotta pack some heat. The local gun shop is a couple of blocks away. Oh, das war vielleicht gar nicht so eine doofe, so eine gute Idee, die da zu überfahren. Scheiße, jetzt müssen wir natürlich den Kopf dran kommen. Scheiße, finde ich total toll. Warte mal, kenne ich den Cheat? Warte mal, warte mal, warte mal, das mit dem Cheat. Ah, nee. Ich weiß, dass hier unten noch ein Dings ist. Was? Der ist gar nicht mehr da? Nicht im, im Original ist hier unten ein. Wow! Alter! Aber ich glaube, wir können hier. Warte mal. Geht das so? Ja. Ich hoffe, dass wir die Cops jetzt los sind. Jetzt hoffe, wir die Waffen könnten wir theoretisch die Waffen kaufen. Klar. Es gibt 8 verschiedene Waffentypen, natürlich. Gut. Jetzt kommt sie immer noch dran an uns. Okay. Aber da vorne ist ein Pain Spray. Boah, Alter. Fahren wir mal kurz ins Auto da rein. So, die Cops finden uns angeblich nicht mehr. Ich habe mein Auto gerade abgeholt. Und fährt dann natürlich der nächste Depp mehr als Auto. Naja, nicht schlimm, passiert. So, jetzt muss ich hier gucken, wo wir hin müssen. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. So, eine weitere Mission, die wir erfüllt haben. Wir speichern wieder. Klipp. Jawohl. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA Vice City. Aber wir machen noch ein bisschen. Anruf. Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. You gotta get the ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. So, gut, dann brauchen wir jetzt erstmal vor allen Dingen ein Auto. Es ist schön, dass wir gar kein Auto haben.
Ah, da kommen ja zwei, die uns freiwillig gebracht werden. Dankeschön, mein Freund. Hallo. Dann halt nicht. Nimm mal den hier. Ha. Bleib mal hier. Oh, der fährt sich schon teilweise besser. Warte, was fahrt ihr eigentlich hier zusammen? Guck mal, die machen das, was man GTA sehr gerne macht, nämlich Motorradfahrer von dem Dings schießen. So. So. So, dann los geht's. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Oh. Mal kurz den Typen. Der Hammer wäre nützlich. Haut den Auto einfach ab! So, schüchtere die zwei Warte mal, ich muss ja gerade gucken. Ah, okay, das geht so. Alles klar. Gut, wir müssen zwei Geschworene ein bisschen einschüchtern. Das machen wir dann mal glatt. Ich erinnere mich an die Mission. Warte mal, der eine steht doch hier oben, oder nicht? Stand der nicht im Original mal hier oben? Oder zumindest irgendwo. Hey, warte mal, ich brauche ein Auto. Ich glaube, ich muss mit dem Auto irgendwo hin. Gut, ich bin einfach nur die falsche Richtung gerannt. Die Mission machen wir hier noch in dieser Folge, auf jeden Fall. Klar. So, damit du nicht wegkommst. Ach so, den muss ich. Ich verstehe es. Ja. Du kannst Autos mit annehmen. Habe ich aber schon angefangen damit, mit der Nummer. Geschafft. Du wirst nicht mehr sagen. So, und jetzt müssen wir den zweiten noch. Oh, ich dachte, man müsste kein. Wo ist mein Auto eigentlich hin? Hauptsache, weil der da hinten, das Problem da hinten, Geist hat einen Kopf rum, aber ich kann, ist scheißegal, ich würde, ah, oh, jetzt komm mal her hier mit deiner Scheißkarre. Komm her jetzt hier. Ah, oh, Alter. Natürlich. Rein zufällig kommt in dem Moment ein Streifenwagen vorbei. Eingeparkt. Leck mich doch am Sack, Alter. Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Warum bin ich? Nein, Spaß. Aber alles gut. Ich brauche dringend mal. Ah, jetzt komm doch mal, Heiner. Bringt mir einer mal bitte ein Auto? Ja, natürlich. Klar. Ich wollte ein Auto klauen. Ey. Das ist reizend, weil ich einen Polizeiwagen. Why not?
Aber da vorne steht ein Roller. Also zumindest mal ein Fahrzeug. Ups. In schickem Lila. Jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir den zweiten da... Ich muss ja mal durch. Wo ist denn der zweite? Ich erinnere mich an viele Missionen, natürlich, klar, aber ich muss mal gucken. Genau hier oben steht der. Ja, ich erinnere mich. Du stehst doch mit deinem Auto nur da, ne? Ja, perfekt. Da kommt kaputt mit Auto. Die Flachs jetzt? Aha. Was ich? Kann ich nicht irgendwas? Nee, kann ich nicht. Okay, mit dem Hammer ist es einfacher. Aha, jetzt. Ein bisschen gedauert, aber ja. $400 kassiert. Kann ich die Karre jetzt eigentlich nehmen? Ja. So ein alter BMW-Verschnitt. Gut. Und jetzt machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann fahre ich mal kurz zum Hell noch schnell. Und dann machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Guck mal auf die Uhr jetzt gerade. Ja, es passt doch von der Zeit her, Pisse. Ich habe noch ein bisschen zu tun, ja. Ich muss ja noch arbeiten fahren. Das ist ein Problem. Ich hätte so keinen Bock weiter zu zocken. Ich will eigentlich, dieses Game einfach weiter zocken. Ja, hatte ich so einen Bock drauf. Aber nein, ist nicht. Momentan ist nicht. Aber vielleicht heute Abend nochmal. Also nicht, dass die Pause mit Assassin's Creed nochmal eine Weile dauert. Weil ich gerade eher Bock auf GTA habe. Oh, ich erinnere mich an dieses Haus. Ich erinnere mich an dieses Haus. Ja, natürlich. Die Mission wird auch ziemlich zeitnah kommen jetzt. Aber gut. Okay. Ja, bieg doch nicht einfach ab. Fahr. Ich hasse sowas. Ey, das ist nicht wahr. Da sind genug Autos dabei. Naja, egal, alles gut. So, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA Vice City. Und dann geht's weiter mit der nächsten Mission. Bis dann, tschüss.